Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Half-Life 2 Episode 1. Und wir haben gerade ein schönes Bierchen getrunken. Ich denke mal, das ist damit gemeint. Die Dose in die Ecke geworfen. Und jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns um den Sniper hier drüben. Mal gucken wir erstmal, wie weit der weg ist. Ziemlich weit weg. Das heißt, wir kriegen den so einfach nicht. Ah, verschwinde, du Stuhl. Störst. Nicht klein. Das heißt, wir müssen hier rumrennen, dass der uns nicht sieht. So. Hier ist noch eine von den Minen. So, jetzt haben wir schon zwei davon. Das stimmt. Die Standard-Dings ist ja. So, gucken wir mal. Das funktioniert mit Sicherheit nicht. Kann ich nicht, da ist der Sniper im Weg. Ich kann nicht rennen, während ich die hier halte. Genau. Der spielt Fußball oder sowas. Hey, ich hab doch hier. Ach so, ich war zu weit weg. Okay. Ah, jetzt ist die Mine im Weg. Ja, ich würde gerne die blaue Mine eigentlich. Hin. Ja, ich halte die Mine. Ja, das hilft mir jetzt eh nichts mehr. Ich lade nochmal. Die Mine, die da auf einmal erscheint, die dann meine Minen blockiert, die stören mich ein bisschen. Ohne Lebensverlust ist schon mal diesen Teil geschafft. Mist. Zu früh schon wieder in Deckung gegangen. In der Deckung zu speichern ist scheiße. Ah.
Mann. Also hier ist hier, für mich ist jetzt tatsächlich die Steuerung mies. Und ich mein Problem ist gerade tatsächlich die Steuerung. Ich muss mit dem kleinen Finger immer von Shift auf Steuerung hin und her schalten. Und mir fällt tatsächlich gar keine bessere Taste ein. Na, ich habe eine Idee. So, mal gerade eben gucken. Sorry, dass ich das jetzt hier... Und das hört sich natürlich jetzt auch extrem komisch an. Swim Down ist alles uninteressant. Ich will... Duck. Und... Okay. So, jetzt kann ich üblich auf der Maus ducken. Der hat auch eben nicht gerannt, ne? Kann das sein? Der ist eben nicht gerannt, als ich den ersten Weg gelaufen bin. Ach, wieder vergessen, dass ich ja... Vor allem, ich kann nicht beim Laden schon die Duckentaste gedrückt halten. Pff. Das ist doch ein Witz. Können wir doch nicht ducken nennen, was der da tut. Jetzt haben wir es doch. Das, was man sonst immer mit der... Okay. Da hat die Minul aufgegeben. Das, was man sonst immer mit den Dings gemacht hat. Mit den Granaten. Ja. Das ist eine gute Idee. Ich bräuchte die Leiter hier drüben. Weil ich kann hier nicht hochklettern. Und? Uh-oh. They've got the street fortified up ahead. You run point, okay? I'll cover you from up here till you reach the far end. When the coast is clear, I'll catch up. Okay, looks like I can get that ladder down to you. Let me shoot out the latch. I might be a little rusty with this rifle. Nope, guess I'm not. Okay. Jetzt ist der Sniper auf meiner Seite. Ich habe vor, sie alles erledigen zu lassen, weil ich mich, wenn ich mich nicht falsch erinnere, gibt es da eine Achievement für, dass man sie so und so viele Zombies erschießen lässt. So. Im nächsten Stockwerk. Ah ja, da kann sie auch hier so durchschießen. Nicht besser, wenn ich ihr die Fenster frei mache. Ja, 30 Gegner muss sie verschießen. Ja. 10 haben wir schon, 11, 12, 13, 14. Ach, das geht ja von alleine hier. Das war ja daneben. So, dann können wir hier auf der anderen Seite wieder runter. Viel mehr findet man hier nicht. Ein bisschen Munition und Anzugenergie noch. Mal hier.
Das könnte jetzt die Stelle sein, wo wir die 30 voll kriegen. 20 haben wir schon. Ja, das hat gezählt. Wir haben die 30 voll. Alex machen gerade, auch wenn wir das Achievement schon haben. Das ist aber einfacher, weil wir dann keine Granaten abbekommen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt reinrennen, sobald die Tür aufgeht. Ja, du und ich, wir beide. Oh Gott. Der Reaktor. Oh nein. I'd like to find another way around these buildings, but we really don't have time. Ja, sie sagt, gehen wir rein und ich bin schon lange drinne und der Ladebildschirm kommt. Gaskanister, den man schmeißen kann, der dann explodiert. Kann natürlich auch drauf schießen, dass er explodiert. Oh, Raketenfeuer. Meine Lieblingswaffe. Man merkt auch, dass bisher noch kein einziges Mal der, ich habe meine Brechstange die ganze Zeit nicht. Ach, was interessieren uns die Combine-Vorschriften? Selbstschussanlage, würde ich sagen. APC, das heißt, glaube ich, Panzer. So. Dann gucken wir mal.
eine von denen. Und wir haben nur Granaten. Das hat gereicht. Können wir an die Ferropos? Nein, können wir nicht. So. Wo kommen wir raus? So, wo ist das zweite Loch? Und das dritte wäre hier hinten irgendwo, oder? Hier müsste noch ein drittes sein. Die haben, haben die das Auto weggesprochen? Nein, das steht nicht richtig drin. So. Die Stimme sagt nur noch Alarm. Hier wären tatsächlich noch ein paar Explosivsachen gewesen. Ich würde sagen, dann. Ich hatte eben gerade Granaten eingesammelt, wieso habe ich keine mehr? Das ergibt keinen Sinn. Ach, das ist. Das war keine Granatenkiste. Weil ich es einfach so gewohnt bin, dass das Steuerung ist. So. So. Na komm. Geht's auch mal hier nach oben. Oh, back so soon? So, dann probieren wir mal einen anderen Weg aus. Nehme ich hier geradeaus und dann links. Das sieht doch schon mal besser aus. Einmal speichern. Vor uns eine Mine, hinter uns eine Mine. Sehr viel Explosivzeugs. Okay, so. Und damit ist, glaube ich, unser Schicksal besiegelt.
Nein, das ist nicht. Wir können wieder nach oben. Okay, so, jetzt hier ist natürlich das Ding, dass wir speichern können. Natürlich sind da Barnacles, ist ja klar, dass wir speichern können und einfach mal sagen können, wir gucken mal, was passiert, wenn wir hier die Kiste in die Luft jagen. Okay, das ist nicht wie in Half-Life 1. Ach, whatever. Raus hier jetzt. So. Jetzt hier natürlich einfach so machen. Weil jetzt kann es ja egal sein. Jetzt sind wir da ja nicht drin. So, hier hin. Rüber. Kommen wir hier hoch. Hoch ist immer gut. Hier ist im Weg. Wegen diesem Körper und wir können ihn auch nicht nehmen. Wir können jetzt auch nicht mehr da vorne laufen. Wenn wir oft genug drüber laufen, fällt er vielleicht runter. Oder wir fallen runter. Der Körper fällt runter. Okay. Sehr makaber. Das war echt eine blöde Stelle. Und wahrscheinlich auch nicht so geplant vom Macher des Spiels. So. Die geht es nach unten. Alles in die Luft springen, damit das nicht passiert, wenn wir erscheinen. Ist auch nichts, sobald wir die einmal in die Hand genommen hatten, gehören die uns. So, hier sind also jetzt zwei solche Türen und einmal Strom. Ach Quatsch. Das hat nur länger gedauert. So. Werden. Das war dann doch ein Stück zu nah. Ja, also die ist mir egal. So. Ich weiß, in der Tech-Demo konnte man hier die Waschmaschinen und so nehmen. So, da war mal ein Kraftfeld. So, und weiter geht's. Ja. Ich
einer und den können wir nicht. Ach, das wird einer. Das ist einer von uns. Steht da einfach so da. Sieht ja auch lustig. So, jetzt geht's wieder auf die Zitadelle. Das ist sehr schön. Wenn er direkt neben mir steht hier. Hey, over here! Ja, ich bin da. What are you still doing here? Everyone should clear out of the city. The combine's not making it easy. We're trying to get enough people together to force our way through to the train station. People are meeting up in a safe house nearby. Can you take us there? You bet. Let's go. Good. This way. Dann stimmen wir den Bahnhof alle zusammen. Ich nehme eben dieses kleine Batteriechen hier mit. Hey, it's me. Open the door. What's the password? I'm not even gonna tell you to shut up. Come on in. Okay, das kennen wir schon. Ich mache hier mal ruhig, dass wir die... Okay. Gut, ich kann nicht mit denen reden. Die bleiben da einfach stehen. Wollten wir nicht zusammen den Bahnhof stürmen und so? Nun gut. Dann halt alleine. Auf nach oben. Geschlossen. Ja, der Aufzug zum Beispiel. Oder hier. Geschlossen. Aufzug? Kein Aufzug. Gibt es hier noch einen Weg nach oben? Ja, genau. Gibt es noch einen anderen Weg? Kennt ihr? Nicht so nicht Gespräche irgendwie. Was ist eigentlich das hier für ein Raum? Einfach ein kleines... Ach, ein Lager. So. Nein. Ah, hier ist noch eine Tür. Und einer unserer Freunde. Die habe ich in normal im regulären Half-Life 2 viel zu wenig verwendet. Halt eigentlich jemand, der gerne Munition spart. Oh, der hatte keinen kaputten, einen kaputten Kopf. Der wäre eh nicht aufgestanden. Okay. Na, das wäre Verschwendung. Das ist die andere Seite jener
Nö, es ist nicht. Es ist nicht die andere Seite. Taking the scenic route, eh? So, also nochmal, hier geht alles auf, dann gehen wir außen rum. Ach. Das ist ja jetzt kein Problem, hier einfach. So, noch auf ein neues. Noch ein Versuch. Ich speichere mal, falls ich wieder runterfalle und laden muss. So. Nein. Gordon! Kaloon. I don't believe it. How the hell did you get out of the Citadel? Das ist Barney Kaloon. Not exactly sure. Wir kennen uns von der Arbeit. All I know is the Vortigaunts had something to do with it. But what about you, Barney? I'm doing okay, just going crazy trying to... They found us! Aw, hell, Gordon, were you followed again? We stole some information from the Citadel on our way out. I don't know what it is yet, but it's important enough that they've been hounding us the whole way here. Well, that puts the pressure on. Look, we gotta get moving. You guys know about the evacuation trains, right? Yeah. Yeah, well, we've been planning to make a push on the train station. Now, da würde ich mitkommen. Have to cut a path through every chicken shit Metro cop who's having second thoughts about defending City 17. If Gordon and I took a separate route, we could draw the Combine away from you. Was? That'd give you a chance to get the trains filled up before we get there. Really? Well, if you say so. Now, come here, look over here. Die reitet uns in den Kram rein. Across this bridge, over the rooftops, is a safe path to the station. Also ist das wohl nicht der, den wir nehmen. I'll hit the streets and round up everyone who's been waiting. Hast du da eine? Sounds good. Let's go. Du, der hat eine Verletzung im Kopf. Gordon, before you go, I was getting tired of carrying this around. Ah, danke, ich. I don't have many more of these, so try not to lose this one, okay? Ja, ich werde es versuchen. Go on across, Gordon. She's waiting for you. You lucky dog, you. So. See you at the station. Ja, wir sehen uns. Aber erstmal. Da oben ist alles rot, Rotlichtviertel. Aber erstmal mache ich Schluss für heute und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, miau. So, ich guck mal hier hin. So, gehen wir uns hier. So, Alex, wir machen jetzt Schluss für heute. Also, ciao, miau.